Viele von uns lieben es, wenn sie reisen dürfen. Und wer ist schon mal nicht irgendwo im Ausland geflogen? Und von der ganzen Reise möchte ich, dass ihr euch erinnert an diesen einen Augenblick, wenn ihr im Flugzeug sitzt und alle sitzen da, alle sind angeschnallt und es bevorstehen uns ein paar Stunden vielleicht langweiligen Flug. Ich habe schon mein Lieblingsbuch in der Hand. Die zwei Damen zeigen mir die ganze Sicherheitseinweisungen, die sind immer langweilig, weil ich sie schon kenne. Und dann kommt dieses ganz kleine Rücken und das Flugzeug fängt an zu rollen. Und ich habe eine Beobachtung gemacht, dass in dem Augenblick fangen an, die Leute durch die kleinen Fenster zu gucken. Vielleicht nicht alle gucken durch die kleinen Fenster, aber jeder versucht es und manche vielleicht gucken so auf dem Gang nach vorne, so irgendwie solche nervöse Bewegungen. Manche starren vielleicht nur in einem Punkt. Aber ich merke, kaum jemand gibt es, der noch sein Buch liest. So irgendeine angespannte Atmosphäre. Und ich denke mir, okay, wenn ich zum ersten Mal fliege, dann will ich ja mal sehen und dann gucke ich durch den Fenster. Aber manche fliegen schon dreimal der Woche und die gucken immer noch durch den Fenster. Und ich frage mich, diese 4 oder 6 Minuten, die sind so spannend, aber warum sind die so spannend? Warum sind sie bei jedem Flug so spannend? Vielleicht, weil wir ein bisschen Übersicht verschaffen wollen. Was passiert jetzt gerade? Es quält mich, wenn etwas passiert, was mich sehr betrifft und ich aber keine Übersicht über diese Situation habe. Und genau das passiert mir, während der Flugzeug rollt. Ich weiß überhaupt nicht. Ich sehe hier ein LKW neben dem Fenster und jetzt geht er links, dann geht er rechts und ich möchte aber wissen, wie es geht. Etwas besser geht den Zuschauern, die oben auf der Terrasse stehen, denn sie sehen das ganze Geschehen und sie wissen ganz genau, jetzt hat er gebremst, weil der andere vorbei muss. Aber das weiß ich von ihnen nicht. Noch besser geht es den Flugklotzen von ganz oben. Nicht nur, dass sie es sehen, sondern sie bestimmen auch alles. Übersicht, darum geht's. Wir Menschen mögen es nicht, wenn etwas, irgendwelche Ereignisse über uns ergehen und wir überhaupt nicht wissen, was die Sache ist, wie die Lage aussieht. Und warum ist es so? Naja, weil wir Schwierigkeiten, in der Regel Schwierigkeiten mit Vertrauen haben. Mich einfach zu entspannen und zu denken, okay, es ist alles gut. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber es ist alles gut. Das fällt nicht jedes Mal ganz leicht. Noch schlimmer ist, dass ich weiß, es passiert etwas. Ich kann es aber nicht beeinflussen. Und wenn eine Fälle passieren soll, die wird passieren, ohne dass ich es beeinflussen kann. Und das kränkt uns. Dennoch, im Leben gibt es noch viel, viel kompliziertere und viel wichtigere Situationen, wie die 5 Minuten Rollbewegung eines Flugzeuges am Boden. Situationen, wo wir uns wirklich ernsthaft wünschen würden, jetzt muss ich wissen, was Sache ist. Und je mehr ich mir das wünsche, desto weniger habe ich den Eindruck, dass ich irgendeinen Überblick haben kann und habe. Und so war es auch damals mit Volk Israel. Etwa 70 Mann ziehen nach Ägypten und eigentlich sind eine ganz beliebte Gruppe, denn sie haben sich um die Schafe und um das Viech gekümmert, was die Ägypter nicht so gern gemacht haben. Josef, der sie geholt hat, der war ein sehr beliebter Mann in Ägypten. Und es ging bergauf. Und sie mehrten sich. Nach der Prophezeiung
was Gott Abraham gegeben hat. Nun stirbt Josef und es steht im zweiten Buch Mose Kapitel 1 und ich lade euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Zweiter Buch Mose, Kapitel 1, Vers 8. Da kam ein neuer König über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Also, irgendwie ein kleiner Schritt zurück. Josef ist schon längst tot. Es kommt ein neuer König und er weiß nichts von Josef. Und das ist etwas mehr, als er kannte Josef nicht. Es bedeutet für mich, wenn ich so lese, er hat auch wenig davon gehalten, was Josef alles gemacht hat. Und somit auch relativ wenig davon gehalten, wie es diesem Nachfolger Israel geht. Und die Situation geht noch einen Schritt zurück. Die Ägypten fangen eine Politik der Diskrimination den Israeliten gegenüber. Und wir lesen in Vers 11, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Das ist schon ein anderes Bild wie ein verehrtes Volk im Lande Ägypten. Es war zur Zeit Josef ganz anderes. Jetzt ist es schon schlimmer. Und es steht in Vers 13, dass sie auch mit Gewalt zum Dienst gezwungen haben. Es steht auch noch dazu, dass sie gehasst haben. Dauert nicht lange und es kommt der erste Versuch, eine kleine Lichtung zu schaffen, ein kleines Genozid, in dem der Pharao sagt, in Vers 15 und 16, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so sieht auf die Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Es wird schon ganz schön ernst. Und als der König merkt, die Hebammen gehorchen und befolgen diesen Befehl nicht, da geht es noch härter zur Sache. Vers 22. Werft alle Söhne, die ihnen, diesen Israeliten, geboren werden, in den Nil. Naja, so schnell ließ sich das, so schnell ging es aber nicht. Es sind mehrere hundert Jahre vergangen. Und so vergehen die Jahre eins nach dem anderen, bis irgendwann mal Mose auf die Szene kommt. Und zwar nicht als ein Baby, denn seine Geburt ist kaum jemandem aufgefallen, bis auf die ein paar Leute, die da beteiligt waren. Nein, zu den Israeliten kamen die Gerüchte, der neue König ist eigentlich einer von uns. Jetzt wird es bergauf gehen. Und da war schon die Hoffnung. Aber diese Euphorie hat nicht sehr lange gedauert. Dieser Mose verschwand eines Tages. Geflohen sei er, haben manche gehört und vermutet und gewusst. Schauen wir jetzt auf uns. Ist es dir schon passiert, dass mitten in einer Krise irgendwo ein Sonnenstrahl kommt? Und den Sonnenstrahl nehmen wir als etwas, was die Ende dieser Krise vorausgeht. Und dann kämpfen wir noch härter. Die Ende ist bald, denn der Sonnenstrahl war da. Plötzlich erlischt diesen Sonnenstrahl. Und somit auch die Zuversicht. Die Zuversicht, die besteht nur noch aus ein paar einzelnen Stücken.
die ich erstmal aufsuchen muss und die überhaupt nicht mehr zueinander passen. Also, wie man hier im Lande sagt, man weiß nicht mehr ein und aus. Und so vergeht die Zeit. Und ich überspringe so ein paar Verse. Und ich lese die Verse, um denen es mir geht heute in meiner Predigt. 2. Mose, Kapitel 2, die Verse 23 bis 25. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Wow! Ab hier lese ich die Geschichte auch irgendwie leichter. Zwar ist noch nichts passiert, aber dieser ein Text zum Schluss verschafft für uns Leser eine andere Perspektive. Etwas, was die Israeliten in ihrer Lage nicht sehen könnten. Das ist genauso, wie wenn ich durch den kleinen Fenster im Flugzeug nichts sehen kann, aber es gibt manchen, die alles sehen und für sie macht alles Sinn. Ich weiß nicht, welchen Sinn diese Sklaverei für die Israeliten gemacht hat, aber für uns, zumindest auf Vers 25, macht das schon Sinn. Gott hat sich ihrer angenommen. Gott hat sich ihrer angenommen und wir wissen, es kann noch ein bisschen dauern und es dauert noch ein bisschen. Aber jetzt ist wirklich Ende der Sklaverei. Und ab hier lesen wir die Geschichte mit ganz anderen Gefühlen. Jetzt kommt langsam die Euphorie schon wieder. Warum schreien wir zu Gott? Warum schreien die Kinder Israels? 400 Jahre, ich bin sicher, die haben gebetet. Die letzten Worte Joses waren, können wir uns daran erinnern, in 1. Mose 50, nehmt meine Gebeine von hier weg, denn Gott wird euch heimsuchen. Zwar bin ich hier der erste Minister in Ägypten, aber das ist nicht unsere Heimat. Wir werden von hier rausgeführt. Und ich bin sicher, es stand in diese 400 Jahre so einer oder andere Gemeindeälteste vor dem Sarg mit dem Gebeine Josefs und sie gedacht hat, was nun? Sollten wir nicht schon längst von hier weg sein? Sollte uns Gott nicht schon längst heimgesucht haben? Manchmal erlebe ich es auch, dass mein Glauben nur noch an der Vernunft hängt. Kaum kommt etwas noch durch mein Herzen. Und das ist kein momentanes Gefühl, heute geht es mir so, sondern vielleicht geht es mir so Monate, Jahre lang. Und ich bete zwar immer noch und besuche die Versammlungen, dennoch ist es schon lange her, als ich zum letzten Mal die Kraft dieses Glaubens erlebt habe. Und beim Israeliten hat es 400 Jahre gedauert. So, dass ich nur noch mit Angst und Bangen in die Zukunft schauen kann. Oder vielleicht sogar langsam mit einer Gleichgültigkeit, die immer das Abfinden mit dem Schicksal begleitet. Und alles das, weil ich schon wieder gebetet habe und es schon wieder nicht geklappt hat. Nun, bei dem Israeliten war irgendwann einmal soweit. Gott griff ein. Weil sie nicht aufgehört haben zu schreien. Und wir sind von Ellen White explizit mehrmals aufgerufen und aufdringend aufgerufen, wenn es gerade nichts klappt, noch weiter zu beten und noch mehr zu beten. Und ich weiß nicht, es steht hier in meiner Bibel und sie schrien, aber ich kann mir vorstellen, die haben mehr als einmal geschrien zu Gott. Es war mehr als ein Gebet. Beten wir ohne Unterlass, auch wenn auf unserem Gebet schon seit Jahren keine Antwort kommt? Beziehungsweise, wenn die Antwort uns eventuell nicht so ganz gefällt oder nicht befriedigend ist? Gott antwortet, weil sie nicht aufgehört haben zu schreien
und weil er einen Bund mit denen gemacht hat. In Vers 24 lese ich es noch einmal. Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Hast du einen Bund mit Gott abgeschlossen? Nein, anderes. Hat er einen Bund mit dir abgeschlossen? Gibt es Versprechen, die er dir gegeben hat, die noch nicht erfüllt worden sind, auf denen er zurückkommen muss? Berufen wir uns auf dieses Versprechen? Zum Beispiel Matthäus 28, 20. Ich bin mit euch alle Tage. Aber manche Tage habe ich den Eindruck, er ist nicht bei mir. Was mache ich dann? Berufe ich mich auf diese eine Verheißung? Oder er kommt bald, Offenbarung 20. Offenbarung 22. Er ist aber immer noch nicht gekommen. Es sind schon längst die Zeiten vorbei, wo ich mir gedacht habe, ich werde nie 20 Jahre alt werden, weil Jesus kommt. Er ist aber immer noch nicht gekommen. Was mache ich jetzt? Schreie ich weiter zu ihm? Bete ich weiter, lieber Gott, komm bald? Oder habe ich mich mit der Situation so ein bisschen abgefunden? Diese Verse hier stehen an einer Umbruchstelle zwischen, also in der Geschichte Israels, einfach zwei Epochen, Sklaverei und Befreiung. Und der Eckstein für diese Befreiung aus der Sklaverei ist eben, Gott erhörte sie. Gott nahm sich ihrer an. Gott gedachte an den Bund, was er geschlossen hat. Und das schafft eben diese andere Perspektive, von der ich rede. Aus der man das ganze Geschehen betrachten kann. Wir können in dieser Situation etwas sehen, was die Israeliten eben nicht sehen könnten. Die Bibel gibt uns diesen Einblick in der Geschichte, damit wir lernen, dass Gott wirkt für uns, auch wenn wir es nicht unbedingt sehen können. Denn wir lesen ab diesem Vers entspannt, aber überlegen wir, es musste noch Mose berufen werden. Mose müsste zurück durch die Wüste, zuerst zu seinem Schwiegervater und dann nach Ägypten. Dann müsste Mose das Vertrauen des Volkes gewinnen. Dann dauerte lange, bis der Pharao sie gehen lassen hat. Und in dieser Zeit ist vielleicht so einer oder andere aus dem Volk Israel auch verstorben, ohne jemals die Befreiung gesehen zu haben. Kann Gott aus meinem Leben Leidensweg eine neue Perspektive schaffen, durch die ich zwar nie hineinschauen kann, die aber, die hinter mir kommen, davon profitieren werden? War es nicht so mit den großen Helden wie Johannes der Täufer, Jesaja, Hiob, Jan Hus? So gerne würde ich in meinem Lebenszweck die Perspektive Gottes haben und alles sehen können. Und vielleicht genau dann würde ich die Perspektive Gottes haben, wo ich alles sehe, wenn ich meine, ich hätte die Weichen in meinem Leben besser stellen können. Wie leicht oder schwer fällt es mir? Und letztendlich bin ich bereit, mit seiner Lösung für mein Leben, egal wie es jetzt momentan aussieht, zu leben und zufrieden zu sein? Wie weit bin ich bereit? Bin ich überhaupt bereit? Oder ist mir lieber, ich nehme das in meine Hände? Leider muss ich feststellen, dass in meinem Leben gibt es oft Situationen gab und gibt, und leider kann ich mir vorstellen, dass es auch wiedergeben wird, wo ich Gott wenig
Spielraum lasse, dass er seinen Plan durchführt. Und ich versuche, mit allen Kräften meinen Plan durchzusetzen, weil er jetzt gerade besser aussieht. Sehr oft sehen wir nicht, dass Gott schon längst eingegriffen hat. Ich war damals 19 Jahre alt, gerade frisch fertig mit Gymnasium. Und wie es zur damaligen Zeit in Bulgarien übrig war, wurde ich im Bund einberufen. Und ich habe mich gesehnt nach Erfahrung mit Gott. Ich wollte die Erfahrungen, die ich von anderen erlebt, mitgehört habe, auch eigene nennen. So haben wir vorgenommen, ich werde ein guter Soldat sein und ein treuer Christ sein. Unter treuer Christ habe ich allerdings verstanden, Sabbat halten. Das mit dem sechsten Gebot, muss ich zugeben, habe ich nicht so ganz ernst genommen. Denn ich war in eine spezielle Einheit eingeteilt und 3 Monate lang war ich jeden Tag mit der Waffe unterwegs, mit allen möglichen Waffen. Dass die Waffe nur zum Töten gedacht ist, habe ich wirklich nicht so sehr bedacht. Aber Sabbat, auf keinen Fall. Und das kam zu den Ohren des obersten Befehlshabers über die ganze Einheit. Und nach langes Hin und Her hat das Ganze so eskaliert, dass wir standen um 7.30 Uhr früh, alle Soldaten, Offiziere, selbst der Koch. Da wurde ich vor der ganzen Mannschaft rausgeholt, 370, 380 Mann. Und mir wurde ein Befehl erteilt, an einer Zeremonie teilzunehmen, die gerade ausgesprochen am Samstag ist. Da könnt ihr euch vorstellen, wie es mir damals ging. Ich war 19 und ich muss sagen, jetzt bin ich aufgeregt, obwohl dass ich ein paar nette Leute, die mir wohlbesonnen sind, vor sich habe. Damals hatte ich 380 und nicht alle haben Verständnis für diese Spinnereien. Vor allem der Wichtigste hat absolut kein Verständnis, nämlich der Oberkommandant. Bis heute weiß ich nicht, wie ich die Kräfte gefasst habe, aber ich habe gesagt, nein, ich mache es nicht. Und wenn ihr denkt, wow, ein großer Sieg. Ja, war ein großer Sieg, aber das Schlimme kam danach. Ich habe gedacht, jetzt war ich treu und jetzt kommt meine Belohnung. Aber anstatt Belohnung kam was ganz anderes. Ich wurde verklagt und ungefähr 3 Monate lang von einem Staatsanwalt zum nächsten geschleppt, die mir klar machen wollten, Befehlsverweigerung, das ist Freiheitsstrafe würdig. Und die Leute sind auch ganz geschickt, die sind auch gute Psychologen. Also Angst zu machen, das könnten sie sehr gut. Und ich hatte Angst. Und ich habe auch gebetet. Und ich habe gebetet und gerade habe ich gedacht, okay, jetzt wird schon langsam Schluss sein. Nichts Schluss. Weiter ging's in die Richtung. Okay, irgendwann einmal wurde es leichter. Der Oberkommandant hat gesehen, okay, das haut nicht hin, die haben mich versetzt. Und zu ganz anderen Anlass, Monate später, vielleicht 9 Monate später, habe ich einen Unteroffizier getroffen, der mich immer auf diese Reisen von meiner Militäreinheit zum Staatsanwälten immer begleitet hat. Und dieser gute Mann hat sich mit mir so auf ganz andere Ebene unterhalten und dann hat er mir Folgendes gesagt. Eigentlich, überleg dir, sie hätten nichts machen können. Und das haben sie auch gewusst. Ganz zu Beginn haben sie sogar einen Brief zum Ministerium geschickt und da kam ganz klar die Antwort. Leute, kommunistische Jahre sind vorbei. 1995 könnt ihr keinen im Gefängnis reinstecken, weil er das und jenes nicht mag, aus religiösen Gründen. Lasst es. Okay, ihr dürft Druck machen, so viel ihr wollt, aber es wird nichts mehr rauskommen. Wow, hätte ich es gewusst, hätte ich es bloß gewusst, als sie mich da von einem zum nächsten geschleppt haben.
Damals habe ich mir so sehr gewünscht, dass ich diese Information ein paar Monate früher gehabt hätte. Heute denke ich mir, ich freue mich, dass ich es nicht gewusst habe. Weil sonst hätte ich geneigt zu denken, ja okay, ich bin cool, die können mir nichts machen. Da hätte ich in dieser ganzen Situation kaum den Gottesweg noch mehr sehen können. Heutzutage sehe ich wirklich, wie Gott mich geführt hat. Eben, weil ich damals den Überblick nicht hatte. Weil damals für mich war der Weltuntergang. Später durfte ich begreifen, dass Gott hat schon längst gewirkt. Gott hat schon längst gewirkt, längst bevor ich gedacht habe, die Befreiung ist da. Wie verhalte ich mich dann, wenn Gott nicht antwortet? Für mich waren es nur 3 Monate. Für Israeliten waren 400 Jahre. Und für euch ist eine andere Zeit. Das, was ich aus der Bibel lerne, aus dieser Geschichte lerne, ist, wenn Gott nicht antwortet, weiterrufen, weiterbeten, weiterschreien. Sich an alle diese Versprechen erinnern und Gott bei Wort nehmen. Du hast es uns versprochen. Es ist schwieriger zu glauben, wenn die Antworten etwas verspätet kommen. Wir denken immer, dass wir wenig Wunder erleben, weil wir wenig Glauben haben. Und ich sage es anders. Nein, Gott fordert von uns mehr Glauben, eben weil wir nicht so oft Wunder erleben. Noch etwas habe ich aus dieser Geschichte gelernt. Gott lässt mich manchmal nicht den Überblick haben über das, was gerade geschieht, damit anderen von der Geschichte profitieren können. Damit ich vielleicht auch selber später von dieser Geschichte profitieren kann. Die Mangel am Überblick schafft neue Perspektiven. Das übrigens entbindet auch Gott die Hände für uns etwas zu tun. Denn wenn wir meinen, alles unter der Kontrolle zu haben, dann neigen wir nicht zu sehr, die Kontrolle Gott zu übergeben. Erst wenn wir durch sind, können wir umso klarer Gottes Führung sehen. Der Maß für Gottes Führung also ist nicht, ob ich diese momentan sehen kann oder nicht. Und die Gottesführung kann ich nicht daran bemessen, was ich sehe, sondern wie sehr ich mir diese Führung wünsche. Und ich weiß, das klingt vielleicht nicht sehr intuitiv, aber tatsächlich, in dem Augenblick, wo ich mir die Führung wirklich von Herzen wünsche, dann führt er mich auch, auch wenn ich die Führung nicht sehe. Hat Gott mit dir und mit mir einen Bund geschlossen? Welches Versprechen beinhaltet dieser Bund? Haben wir dieses Versprechen immer im Kopf? Rufen wir sie oft auf, wenn es uns gerade vielleicht nicht so ganz gut geht? Glauben wir, dass Gott sein Versprechen halten kann und halten wird? Ich wünsche uns, dass wir daran wachsen, noch fester uns für diese Versprechen halten, nicht nachlassen im Gebet, wenn die Antwort verspätet oder nicht so ganz aussieht, wie wir uns wünschen. Gott segne uns dabei. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, zuerst, dass du uns gesucht hast, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast und für all deine Versprechen, die du uns gegeben hast. Lieber Vater, ich danke dir, dass auch an die Tagen, wo wir deinen Eingriff in unserem Leben nicht so sehen können, ich danke dir, dass wir auch an diese Tage wissen dürfen, genau da führst du uns, genau da, wo wir es nicht sehen können. Lieber Vater, ich danke dir auch für die Geschichten, die du in der Bibel für uns
niederschreiben lassen hast. Ich danke dir auch für Volk Israel, dass du die aus ihrer Sklaverei gerettet hast. Ich danke dir, dass du bereit bist, auch das für uns zu tun. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der es gewählt hat, heute dein Wort zu studieren und sich von deinem Wort ermutigen zu lassen. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, dass wir im Gebet und in Verbindung zu dir beharren. Lieber Vater, segne diese Gemeinde hier in München-Pasing. Segne den Sabbattag. Sei überall heute auf dieser Welt, wo das Evangelium gepredigt wird und dein Name gepriesen wird. Segne du uns und komm bald. Amen.